Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo sind das Traumpaar der Sportwelt, ziehen gemeinsam 5 Kinder groß. Geheiratet haben die beiden bisher jedoch nicht. Oder etwa doch? Eine Aussage des Models lässt nun aufhorchen. In der zweiten Staffel von Soy Georgina lässt sich Georgina Rodriguez, 29, erneut in ihrem glamourösen Alltag von Netflix-Kameras begleiten. Dabei trifft die Frau an der Seite von Cristiano Ronaldo, 38, eine überraschende Aussage. Die darauf schließen lassen könnte, dass sie und der Fußballstar längst verheiratet sind. Georgina Rodriguez könnte nicht mehr verheiratet sein. Ich könnte wirklich nicht mehr verheiratet sein. Cristiano und ich sind in den Augen Gottes verheiratet. Das ist alles, was für mich zählt, enthüllt sie in ihrer Doku-Serie und fügt hinzu. Er beschützt uns und hält uns zusammen. Eines Tages wird aber eine Zeremonie folgen. Ob die beiden tatsächlich schon kirchlich getraut sind, lässt sie jedoch offen. Bereits seit 2016 sollen Georgina und Cristiano ein Paar sein. Neben seinen 3 Kindern aus früheren Beziehungen hat das Paar auch 2 Kinder sowie ein Sternenkind zusammen. Schwerer Schicksalsschlag für Georgina und Cristiano Ronaldo. Im vergangenen Jahr hatte sich die Familie auf Zwillinge gefreut, doch nur eines der beiden Kinder kam gesund zur Welt. Unter Tränen berichtet Georgina von dem schweren Schicksalsschlag. Das Leben ist hart. Das Leben geht weiter. Ich habe Grund weiterzumachen und stark zu sein, erklärt sie. Ihr Liebster habe sie dazu ermutigt, ihre Verpflichtungen weiterzuführen. Mach weiter mit deinem Leben, es wird dir gut tun, habe er ihr geraten. Die traurigen Nachrichten hatten der Profisportler und seine Partnerin am 18. April 2022 verkündet. Mit tiefer Trauer müssen wir das Ableben unseres Sohnes bekannt geben. Es ist der größte Schmerz, den ein Elternteil empfinden kann, hieß es in einem Statement, das das Paar via Instagram teilte. Nur die Geburt unserer Tochter gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Glück zu leben.